Und jetzt sind wir am Start. Gehopst wird ganz Deutschland. Ihr könnt leider abziehen, weil wir Leiter wegziehen. Meine Brüder stehen hinter mir wie eine Wand. Ohne sie komme ich nicht weiter wie ein Auto ohne Tank. Das war gerade so viel Müll auf einmal. Ja, Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu einem lang ersehnten Video, und zwar endlich den zweiten Teil von Dumme Deutschrap Lines. Yeah. Mit Jarkin heute zusammen. Ich warte schon seit einem Jahr auf den nächsten Part. Ja, tatsächlich. Und es war auch schon sehr, sehr oft geplant, diesen Teil schon vorher zu bringen, und irgendwie hat es dann doch nicht geklappt. Aber hey Leute, jetzt nach knapp einem Jahr hat sich die Wartezeit auf jeden Fall gelohnt, denn wir sind hier mit einer brandneuen Folge, ja? Und mit mir. Wir werden uns heute das ein bisschen anders machen als beim letzten Mal. Wir werden diesmal einfach uns gegenseitig die dummen Lines vorlesen, ohne dass wir wissen, von wem die sind. Also ich kenne seine Lines nicht, er kennt meine Lines nicht. Und falls wir die Lines vielleicht sogar schon kennen, könnten wir die vorher schon erraten. Und dann gibt es einen Bonuspunkt. Ich weiß zwar nicht, was der Bonuspunkt dann bringt, aber hey, es ist ein Bonuspunkt. Ja gut, ich würde sagen, du bist der Gast. Fang du einfach mal mit der ersten Line an, oder? Ja, komm schon. Kriegen wir hin. Gib ihnen Kickdown, ich halt an der Shell. Sie sagt, Habibi, du fährst zu schnell. Warte, nochmal. Gib ihnen Kickdown, ich halt an der Shell. Sie sagt, Habibi, du fährst zu schnell. Ich halt an der Shell. Ja gut. die fand ich jetzt irgendwie... Von wem ist denn die Line überhaupt? Also, das frage ich mich gerade noch. Samra locker, oder? Ja, ist richtig. Ja, das war so klar. Samra, das ist genau diese, Baby. Das ist genau diese Samra-Sprache. Baby, du fährst so schnell. Nee, Habibi, ja, nicht Baby. Ach, Habibi, ja. Okay, tut mir leid, Samra. Falls du das hier siehst, bitte sperr das Video nicht. Wen willst du hier dribbeln, du doof? Du weißt doch, Lan, ich bin ein Fuchs. Los, ruf deine Shisha bei Jungs. Ich weiß nicht, ich finde dieses, wen willst du hier dribbeln, du doof. Ich mag das. Du doof. Von irgendwem habe ich das schon mal gehört. Ich auch, das ist generell so etwas, das sagen, glaube ich, ein paar Leute. Du doof. Was willst du, du doof? So, aber warum sagen das Leute, frage ich mich. Weiß ich nicht. Kannst du dir zusammenreimen, von wem die Line ist? Würde mich sehr wundern. Wer sagt denn Lan? Jeder Deutschrapper. Ich hab's tatsächlich lange nicht mehr gehört. Auf jeden Fall, es ist von Enno, Banane. Oder Banana oder irgendwie so. Banane. Bei dem Trackname dachte ich mir schon, da finden wir doch bestimmt eine Line für dieses Video. Dicker, trag ein Eisen, denn ich lebe damit ein Warlife wie Fortnite. Bring deinen Rücken und er wird geohrfeigt. Warlife wie Fortnite. Junge, diese Fortnite-Lines, das ist doch auch wieder locker. So eine Line von irgendwie... Nee, die sind alle... genau, 2020. Okay, krass, Alter. Wer bringt ja 2020 noch eine Fortnite-Line, Alter? Also, mir ging's eher um, dein Rücken wird geohrfeigt. Ach so, stimmt, das fällt mir ja jetzt erst auf. Das geht ja gar nicht. Ja, ist wie... Stimmt, ach lol. Ich denke mir so die ganze Zeit, Fortnite. Ja. Ja, moin, Alter. Ich ohrfeig dir in die Eier. Ey, das ist ja mega behindert, Alter. Das fällt mir jetzt erst auf. Cassius Clay lässt grüßen. Ich sag nur, Schellen in den Mundraum. Ich bettel und bleib dein Wunschtraum. Es gibt Schellen in den Mundraum. Von wem ist denn die Line? Manuelsen. Als ob die 10. von Manuelsen ist, Alter. Ja. Oh Mann. Kommen wir zu meiner nächsten Line. Ich denke sogar mal, dass du die kennst auf jeden Fall. Also sollte jetzt eigentlich gar nicht so schwer sein, aber ist eigentlich auch ziemlich bescheuert. Was man hier dazu sagen muss wieder, wir hatten beim letzten Teil irgendwie ein, zwei Fehler, die falsch übernommen wurden bei den Lyrics im Internet. Wir nehmen die halt einfach nur aus dem Internet raus. Das heißt, wenn die auf der Seite dann falsch dastehen, ist es ein bisschen problematisch. Ja, beschwert euch bei Genius. Genau, wir sind da nämlich nicht schuld dran. Sagst, du bist nicht schwul. Ha, bist du Meier? Pack mal lieber wieder deine Hand an meine Eier. Schwuchtel. Jopp, ich bin so cool. Oh weia. Gott, ich dachte, Eier war schon schlimm. Dieses Oh weia feier ich am Ende. Wer würde das denn so sagen? Noch mit Schwuchtel? Das träume ich ja gar nicht selber auszusprechen. Ich sag dir mal so viel, es ist tatsächlich eine Hook. Also es sind Hooklines. Eine Hook? Es sind Hooklines, ja. Das kann ich mir bei Mero vorstellen, der wird es aber nicht so sagen. Aber von der Qualität passt es. Ah, schon, soll ich sagen? Ja. Es ist tatsächlich Bones MC mit On Fire. Oder nee, Shots Fired heißt der Track, Shots Fired. Was? Oh, ja, gut, okay, aber
Ich wusste nicht, also ich traue es ihm zu, aber ich wusste nicht, dass der Schwuchtel sagt. Ich weiß nicht, aber auch irgendwie... Also ich dachte, das wäre das Codewort. Genau. Nee, aber dieser Text, so, ich verstehe dieses Bist du Meier auch überhaupt nicht. Woher kommt das denn? Komplett so Meier, Eier, aber stimmt. Oh weia. Ja. Weil der redet oft über seine Eier, da hätte ich drauf kommen können. Ja, okay, das stimmt. Ne? Sagt er noch, sitzt mit der Hand am Sack am Gaspedal oder so, hat er auch mal gesagt. Damon könnte es auch noch sein, der redet auch oft über seine Eier. Deine Frau, sie ist der Mann im Haus, fliegt alleine in den Urlaub. Was ist das schon? Das war die Lange. Fliegt alleine in den Urlaub. Ja, und dann geht der nächste rein. Das kenne ich aber, glaube ich. Ist es von Flair, No Name? Oh, ja. Guck mal, Leinze raten hier, oh. So, grundsätzlich nicht schlecht, der Track, aber das war ziemlich schwach. Ja, also ich finde auch auf jeden Fall, bei No Name gab es den ein oder anderen bösen Diss, der auf jeden Fall krass gesessen hat, aber das ist irgendwie, vor allem, sie fährt alleine in den Urlaub. Boah, stimmt, alter Flair. Also wenn Frauen in Urlaub alleine fahren, dann sind die schon wirklich der Mann im Haus, das muss man sagen. Das ist auf jeden Fall sehr männlich. Ja, männlicher als Flair, der würde niemals alleine in den Urlaub fahren. Vielleicht wird es morgen besser, glaub mir, hab Geduld, ich weiß, dein Kopf ist voll. Man denkt immer so, dann kommt jetzt noch was, aber dann war es das halt einfach schon. Ne? So, man denkt sich, wo bleibt denn jetzt die Pointe? Vom Geduld auf voll. Ja, der Reim hat ja auf jeden Fall gelernt. So, ne? Also der lebt gepoppt, ja. Das merkt man so. Ich finde, das hat richtige Big Jigger J-Vibes. Mein Kopf ist voll. Ja, sein Kopf ist aber auch immer voll, muss man sagen. Ne? Sein Kopf ist auch hot wie Ravioli, aber auch voll. Und hot wie ein Dog, nicht zu vergessen. Ja gut, das ist mittlerweile nicht mehr so hart. Ich habe letztens mit dem telefoniert, da meinte der so hot wie ein Dog. Also, das war mal, aber jetzt nicht. Ja, der hat jetzt eine Katze, habe ich gehört. Der ist jetzt mad wie eine Cat. Oh. Oh! Das ist Loredana. Oh, gib mir nicht die Schuld. Loredana. Wahrscheinlich errate ich das. Gib mir nicht die Schuld. Von wann ist der Track? Ich glaube, ich kenne den nicht mal. Oh, das ist... Ich habe leider nicht aufgeschrieben, wer den eigentlich gemacht hat. Das war ein Feature-Part. Ach so. Okay. Auch jetzt aus 2020 eigentlich. Krass, aber Loredana, ich als größter Fan, bin ich jetzt eigentlich ein bisschen traurig, dass ich das jetzt nicht wusste, muss ich sagen. Ich verfolge ja jeden Track sehr akribisch immer. Finde ich schade jetzt gerade. Was wir tun, macht mich wahnsinnig. Yeah. Baby, sag mir, wie mein Name ist. Yeah. Will dich jetzt? Nein, ich frag dich nicht. Ich leg die Handschellen an im Bett, wenn du nicht abspülst. Yeah. Yeah. Die Bereitschaft ist groß, wenn sich einladen lohnt. Was? Ich weiß auch nicht, woher das abspülen kommt. Leg die Handschellen an, wenn du nicht abspritzt? Wenn du nicht abspülst. So. Abspritzt. Junge, du spritzt jetzt ab, Mann. Also ganz im Ernst, ich sag dir mal so viel, es hätte tatsächlich noch besser gepasst, wenn da abspritzen stehen würde. Ja, schon. So. Ja. Es hätte besser zur Interpretin gepasst. So viel sei schon mal gesagt. Ach so. Oh. Katja Krasowitz? Ja. Ach komm, das ist doch kein Rap. Katja Krasowitz ist der neueste Hip-Hop-Zugang. Ich weiß gar nicht, was du willst. Also mehr Hip-Hop als Bushido neuerdings, oder? Das ist, glaube ich, ein Track von ihrem Album, Lolli oder sowas. Lolli. Ja. Deutscher Rap, ich sperre die Noten in den Zoo. Fangirls wollen mich dissen, doch so spricht man nicht mit seinem Idol. Also erstmal, warum sollten Fangirls ihr Idol dissen? Das sind ja keine Fangirls. Stimmt. Das okay, ist schon gut, mal das komisch. Das widerspricht sich echt. Ja. Und ja gut, so gesehen, sie könnte auch die Rapper meinen, aber wenn sie erst sagt, ich sperre die Nutten in den Zoo, was für mich jetzt mehr weiblich klingt und danach direkt von Fangirls spricht und Idol, dann... Ja, okay, gut, das ist ja wirklich sehr, sehr... Eine sehr, sehr seltsame Line irgendwie. Da hat sie sich irgendwie verfangen. Von der selbsternannten... Bossbitch. Ach nee, genau, Bossbitch war Katja Krasowitz. Hat sie den nicht auch irgendwas? Hat sie den nicht auch irgendwie so ein... Queen irgendwie oder so war das doch einfach nur... Wie hieß der Album nochmal? Boss? Irgendwas mit Size. Big Size? Nee. Ultra Size? Super Size. Ultra Ach ja, Size? Nee, Super Size hieß es ja. Super Size. Ja, auf jeden Fall zur selbsternannten Shirin David. Das ist eine sehr, sehr seltsame Line. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ist ja auch mit Haftbefehl. Ja, der Track war generell sehr, sehr seltsam. Halten wir das mal fest. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch zu meiner letzten Line. Ist auch wieder ein großzügiger Vierer, einfach weil ich in Gönnerlaune war, ja. Die mag ich am liebsten, die großzügige Vierer. Die mag ich am liebsten.
Und jetzt sind wir am Start. Gehopst wird ganz Deutschland. Ihr könnt leider abziehen, weil wir Leiter wegziehen. Meine Brüder stehen hinter mir wie eine Wand. Ohne sie komme ich nicht weiter wie ein Auto ohne Tank. Das war gerade so viel Müll auf einmal. Ja, ne. Das ist wirklich, ich weiß gar nicht, was da die Pointe war. Das ist rekordverdächtig, Alter, wie viel Scheiße da an 4 Zeilen gepresst wurde. Erstmal, ihr könnt leider abziehen, weil wir Leiter wegziehen. Weil wir Leiter wegziehen. Dieses Leiter abziehen, natürlich Leiter ziehen. Man weiß, was gemeint ist, aber es ist so scheiße. Alter. Es ist so komisch verpackt. Nee, aber man muss aber auch dazu sagen, seine Brüder stehen hinter ihm wie eine Wand. Wie eine Wand, das, ja. Das bedeutet schon wirklich was. Wenn das kein Vertrauensbeweis ist, Alter, was dann? So. Ne, also das sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr tiefgründige und tiefe Zeilen, die Brado da auf seinem Outro gekickt hat. Das ist auf jeden Fall nichts für Samra. Absolut. Leerer Tank. Also, Samra hätte gesagt, ohne sie komme ich nicht weiter mit meinen 10 Kilo Kokain im Auto, die nach Bogota geschmuggelt werden müssen oder keine Ahnung was. Oder nach Venezuela oder keine Ahnung, wo da schon überall Kokain Venezuela, ich glaube, das ist eher Leo Marcher. Ja, Samra hat schon überall Kokain hingeschmuggelt, Alter. Okay, Leute, das war's jetzt auf jeden Fall mit dem zweiten Teil Dumme Deutschrap Lines. Falls ihr das Format in Zukunft wieder etwas öfter sehen möchtet, könnt ihr ja gerne einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich so unfassbar freuen. Es ist kaum in Worte zu fassen. Der Sharkin hat mir gerade auch schon gesagt, er würde sich so heftig freuen darüber. Der würde sich so heftig darüber freuen, dass er ab sofort nämlich wieder Videos machen würde sogar, oder? So hast du doch gerade gesagt, oder? Ja, da war vielleicht was. Einen wunderschönen guten Abend, da wünsche ich euch auf jeden Fall noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.